Jops, die Hops, und wir machen direkt durch. Wir ziehen heute von States to System durch. Wir lassen bestimmt das hier durch, also ja, weil wir das eher auf der Map besser erklären können und das ist auch, ja, egal. Wobei, kommen Events würde ich als allerletztes machen, egal. Werde ich euch dann sagen. Ich mache dann so wahrscheinlich so eine Minute Video, erkläre das eben und dann könnt ihr halt euren Senf dazugeben. So, heute sind wir, also jetzt sind wir bei den Tilesets. Die Tilesets sind nichts anderes als der Editor, um die Maps zu erstellen. Die Maps sind das Wichtigste eines Spieles. Ja, eigentlich schon. Damit ihr die Atmosphäre da reinbringt. Ja gut, das Eventen ist doch auch das Wichtigste und das bringt auch Atmosphäre dabei, aber was willst du mit solchen kahlen Maps wie die gerade im Hintergrund? Hiermit verschönerst du halt die Maps. Es gibt halt mehrere verschiedene Maps, damit Tilesets, die euch da die Möglichkeiten bieten, sehr viele Sachen zu machen. Also ich denke mal nicht, dass man mit dem RTP nicht auskommen würde. Zur Not schneidet die Dinger zusammen und im Hintergrund töten sich gerade Hunde. Ich benutze auch das RTP, ganz im Ernst. Ich bin mir zu fein, Sachen aus dem Internet rauszuholen. Ich würde auch nichts finden. Ich arbeite ausschließlich mit dem RTP. Punkt. Und wenn, dann pixel ich mir da Sachen selbst zusammen. Ich suche auf jeden Fall keine Tileset-Addons, weil die mir meistens nicht gefallen und nicht wirklich zum RTP passen. Punkt, Ende, aus. Und wenn, dann ist es sehr selten, dass ich mal was finde. Was mir auch gefällt. So, hier kann man eigentlich, ja, genauso wenig erklären, obwohl zwei Animationen doch lang gedauert hat. Grasland. Hier kann man, wie gesagt, den Namen einstellen. Hier stellt man die Grafik eines Tilesets ein, aber das ist dann ja wohl Wurst. Macht eure eigenen Tilesets, wenn ihr Lust darauf habt. Hier sind die Autotiles. Die sind hier oben. Das hier nicht. Und es klingelt schon wieder. So, das war diesmal nicht der Nachbar, sondern mein Vater. So, die Autoteils sind halt genau die Dinger. Das hier ist einfach nur, wo ihr hinlaufen könnt. Das ist sozusagen der Radiergummi für den Teilzeit-Editor zum Maps erstellen. Das ist sozusagen der Radiergummi. Der muss immer so eingestellt sein. 5 Sterne und begehbar, genau. Genau, davon gibt es nämlich auch viele. Und jetzt stellt ihr, wow, was ist das auf einmal? Hier sind 4 Stück und da ist nur 1. Ganz einfach, die Dinger bei 4 Stück, bei 4, ich glaube, ich habe euch das schon gesagt, bei den Actors, bei den Charsets, 4 mal 4 sind Bewegungs-Charsets. Also, das sind die Charsets. Das sind sozusagen große Charsets, die aber auch nur 4 Stück mal 1 haben. Das heißt, diese Teil Dinge, Autoteils bewegen, animieren. Hab ich's bald jetzt? Die animieren sich. Das heißt, du könntest rein theoretisch von jedem Ding animiert mal haben. Das sieht erstens viel geiler aus. Zweitens erweckt das noch geilere Atmosphären rein. Und es ist einfach nur ansehnlicher. Weil nicht alles ist ja animiert, ziemlich wenig sogar nur. Zum Beispiel davon gibt es auch Tilesets. Tiles. Autotiles. Ich hab's aber auch bald. Autotiles und ja. Ich hätte es gerne. Also bald mache ich mich auf die Arbeit und werde alles animieren. Weil ich das cool finde. Meine Meinung. Muss ja nicht jedem gefallen, aber naja. Genau. Jetzt gehen wir. Das war. Hier kann man halt in jedem Ding ändern. Man hat nur eine begrenzte Zahl. Hier sind die allen die Dinger. So, Panoramagrafik. Und zwar, das Ding ist ja durchlässig. Weil ich ja seit Januar einen besseren Rechner habe, kann ich euch endlich was zeugen. Ist ja eh gerade das. So, Panorama. Sky, Starlight, Cloudy, Sunshine, bla bla bla. So, die Dinger sind eigentlich rein theoretisch nur da sichtbar, wenn hier im Hintergrund
weiß ist. Also wenn wir hier oben links den Radiergummi auf der ersten Ebene verwendet haben. So, Fog Graphic. Fog Graphic ist einfach nur Nebel. Nebel, man hat auch Wolken. Das könnte man im, das ist im Wald. Das ist ein Sandsturm. Da kann man sogar die Farbe sogar noch ändern. Da kann man was Lustiges mal draus machen. Wasser, Wasser, Wasser. Das könnte man halt fürs Unterwasser verwenden. Das wäre auch cool. Habe ich auch schon benutzt. Ich habe das Schwere. Ich habe das Wichtigste vergessen, euch zu zeigen. Die Sichtbarkeit kann man hier wieder einstellen. Das heißt, das kann so krass dichten, dass es so aussieht, dass ihr gar nichts mehr darunter sieht. Das ist ja eigentlich rein theoretisch nur eine Ebene über eurer Map. Deswegen, ich mache das immer auf 100%, das ist besser. Blending normal Add Sub ist dasselbe wie bei den Animationen. Das, wenn das so macht, 100, zeige ich das auch gleich. Essex und Ypsanix. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Dinger heißen, aber ich kann euch sagen, was es macht. So, scrollt ihr hoch, scrollt ihr runter, dann bewegt es sich in halt die Richtungen, wie ihr macht. So bewegt es sich halt genau so rum oder so rum. Ich glaube so rum. Ich bin jetzt zu faul. Hier kann man halt wieder die Farbe einstellen, aber das kann man auch im Event machen, aber das erkläre ich euch jetzt nicht. Drück mal vom Mouse, okay. Battleback Graphic, das heißt, wenn wir in einen Kampf reinknallen, ist das halt von Vorteil, ein passendes Battleback je Teilset zu haben. So, ich zeige euch das mal eben. Böses Handy. Nicht wundern, mein Rechner hat 64 Bit. Ich sage euch jetzt einmal, der RPG Maker ist für Windows XP und 32 Bit ausgelegt. Es läuft zwar überall anders auch, nur es kann ab und zu mal laggen. So, Musik habe ich jetzt ausgemacht. Also sieht das der Ganze aus. Na gut, jetzt ist, kann man hier hinterlaufen, aber so, so meine ich das. So ist jetzt halt so ein perverser Nebel. Wie gesagt, so geht der Nebel, habe ich euch ja gesagt. Aber jetzt kann ich euch wenigstens mal zeigen, wie das alles so aussieht. Hier ist halt das Ding, was wir eingestellt haben. Blieb, blab, blob. Ich weiß ja gar nicht, ob das erste Part der Actor. Ja. Ich glaube, da hatte ich noch Dings gehabt. Pipapo. Egal. Hier könnte man jetzt zum Beispiel noch so ein. Ey. Mannequin. Ich mache jetzt kein Tutorial über Dings Mapping, aber. Ach, machen wir es jetzt einfach hier jetzt auch fertig. Dann können wir jetzt nicht wieder rauslaufen, so. Passage! Passage, wie man schon sagt. Passage. Wo kann man passieren? Passage kommt vom Passieren, denke ich mal. Auf jeden Fall ist es auch so. Passage, passierbare Teile. Das, der Kreis sagt, ja, hier kannst du laufen. Und bei X heißt es, du kommst hier nicht rein. Das heißt, du kommst hier bei Baumstamm nicht rein. Überall Rest auch. Du denkst jetzt aber, man läuft dann auf Baum drauf. Nein, tut man nicht. Passage in vier verschiedene Richtungen. Und zwar, man kann es ja machen, dass man da drauf laufen kann. Aber auch nur von vorne. Oder einfach nur rausgehen kann. Das hat man bestimmt hier irgendwo. Genau hier. Das heißt, dass man bei diesem Steg nicht nach oben laufen kann. Das heißt, dann läuft man ja über den Steg. Das heißt, da kommt das Pfeilding hier weg. Und der kommt hier unten weg. Das heißt, ihr könnt euch nur in diesem Steg bewegen, sonst gar nicht. Das heißt, ihr könnt verschiedene Wege abschneiden, die euch dann nicht zutreffen. So, Priorität. Hier seht ihr das. Man über diesen Baum nicht latschen könnt. Der Char hat eine Priorität von einem Stern. Ein Stern hat er. Fuß 0 Sterne, Oberkörper zweiter Stern, erster Stern. Weil der Char, das Charset ist ja zwei Blöcke, also der normale Mensch, sagen wir es mal so, der normale Mensch ist zwei Blöcke hoch, also Blöcke. Zwei Pixelrasterteile.
Und deswegen überdeckt das alles mit 2, 3, 4 und 5. 5 überdeckt eigentlich alles, weil 5 ist das höchste. Es gibt ja 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 5 überdeckt alles. Also umso höher, desto mehr überdeckt das. Das heißt, das Ding, also die Krone würde das hier alles, das hier, das hier, das hier überdecken. Das heißt, wir können diesen Baum nehmen, dahin stellen und den Baum nehmen, in der zweiten Ebene hier drüber stellen. Dann sieht das dann auch so aus. Aber wenn wir dann zum Beispiel den ganzen Baum auf 5 Sterne machen, sieht das dann nicht so aus, dann sieht das aus, als würde der Äpfel auf dem anderen Baum stehen. So. Kann ich euch auch kurz noch im Spiel zeigen, mein Gott. Geht ja eh gerade, von daher. Und ich habe vergessen, das Ding sichtbar zu machen. Ja. Allerwerteste 64-Bit. Bitte starte das Tutorial länger. Zack. Genauso sieht es dann aus. Und weil die Sterne eingestellt sind, kann man auch dahinter latschen. Das ist nicht wie andere ältere RPGs, dass man leider nicht hinter Bäumen laufen kann. Selbst hinter diesem kleinen Ding hier kann man latschen. Kann es verstecken. So. Teilsets. Priorität. Bash Flag. Bash Flag ist auch was Schönes. So, wenn man jetzt Busch hinsetzt. Ein Buschi. Dann sieht das, dann versinkt man in dem Teil. Das zeige ich jetzt auch mal eben, weil ich kann euch das nicht alles zur Zeit. Also ich muss es euch schon so nochmal per Dinge hier zeigen, damit ich euch mehr erklären kann und andeuten kann. So genau meine ich das. Da, wenn man sieht, da der ganze Körper verschwindet dann. Es ist leicht zu erkennen, in einer Sekunde, ich mache das mal eben hier den dämlichen Fock weg. Na gut, jetzt Sunset könnten wir. So, dann machen wir das mal so. Dann starten wir bitte. Ja, Teilzeit ist was Schönes. Genau, guck jetzt der Nebel weg, jetzt sieht man besser. Und wenn man hier jetzt so läuft, versinkt man nicht. Und wenn man jetzt hier reingeht, sieht das aus, als würden wir im hohen Gras stehen, weil es ja halt hohes Gras ist. Weil es halt ein Teil zu weit ist, ist der Waschfleck hier work. So. Ich denke mal, dass das vorerst gereicht hat. Nicht gerade Counterflag. Counterflag ist, wenn ihr zum Beispiel einen Tisch habt, nehmen wir mal an, das ist ein Tisch. Das nebenan ist keiner. Und das zeige ich euch jetzt mal eben. Ich zeige euch jetzt einfach nur, was dieser Counterflag macht. Es ist wirklich besser, wenn ich das euch im Spiel erkläre, weil so würdet ihr das nicht richtig kapieren, wenn ich euch das erkläre. So, anhand eines Beispiels kann ich das viel leichter erklären. So, wenn wir hinter dem Ding gehen, können wir mit dem Typen reden und der sagt Hi. Und hier geht's einfach nicht. Egal wie oft wir auf Enter, Leertaste C drücken. Nix. Und hier ja, weil wir Counterflag eingestellt haben und der Counterflag macht, dass hier zum Beispiel ein ganzer Tisch. Wir können auch, glaube ich, wenn wir das jetzt, wenn ich das jetzt nicht richtig, wenn ich denke, was müsste man jetzt sogar hinter diesem Ding auch noch ansprechen können. Weil bei einem Tisch ist es eigentlich Standard, dass man sich da hinsetzen kann und mit seinem gegenüberstehenden Nachbar unterhalten kann. Und jetzt natürlich nicht von der Seite anreden, weil da steht nämlich keine Sau. Ne, über zwei Dinger geht es nicht. Aber über eins. Und das ist schön.
dass es sowas möglich ist. Weil ich finde es nämlich dann ziemlich dämlich, dass man das nicht kann. So. Genau, das war jetzt nämlich der Counterflag. Der Counterflag ist einfach nur das System, damit ein Baum, so eine Art Tisch ist, wo man sich gegenüber setzen kann und mit dem reden kann. Weil wenn man das Ding nicht drin hat, kann man sich mit der Person, die vielleicht einen Meter von dir entfernt ist, nicht unterhalten. Wie macht das denn für einen Eindruck? Guten Tag! Guten Tag! Dieser Mensch sitzt einen Meter von dir entfernt. Er hört dich nicht. Wo bleibt die Logik? Ganz im Ernst? Terrantech. Überall sind Nullen, weil Terrantech ist was, wo du von ganz alleine einstellen musst. Und zwar unser lieber Herr Quabi, Fallen Angel, aka bla bla, bipapo. Und der schon seit langem keine Tutorials mehr rausgebracht hat, was ziemlich schade ist, hat das letzte Mal diese Schrittbewegung, also die Schrittgeräusche gemacht. Und zwar, da braucht man nämlich die Counterflags, die Terrain Tags. Überall jetzt zum Beispiel, wo die 1 ist, wird dieser Sound abgespielt. Man kann dann natürlich auch viel mehr mitmachen. Warte eine Sekunde. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Wasser Counterflag 1 macht. Counterflag Terrain Tag. Genau. Wenn man bei Wasser Terrain Flag 1 macht, kann man, wenn man das in den kommenden Events einstellt, kann man darauf surfen. Wie bei Pokémon. Das ist eigentlich genauso. Oder einfach nur schwimmen. Oder man fährt auf diesem Ding Auto. Oder Fahrrad. Natürlich darf es nicht dasselbe sein, sonst kommt euer System durcheinander und denkt, ihr wollt jetzt überall anschwimmen. Nicht schön. Und wenn das halt dann hier 0 ist und hier 1 ist, darf den normalen Gras nicht Fahrrad fahren. Da könnte man halt zum Beispiel irgendwelche sämtlichen Add-ons dazu tun. Fahrradfahren, schwimmen, alles mögliche. Es ist damit alles möglich. Zum Beispiel hier machen wir 1, da machen wir 2. Hier kann man ein größeres Lagerfeuer machen, da kann man ein kleineres Lagerfeuer machen. Hier kann man besser kochen, da kann man schlechter kochen. Hier kriegt man frisches Holz, da kriegt man nicht so frisches Holz. Alles, wirklich alles kann man mit dem Terrantech machen. Das ist wirklich unbegrenzt, was man damit machen kann. Und ich hoffe mal, dass dieses Teilzeit-Tutorial euch sehr weit geholfen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Entweder überspringen wir das dann und machen dann beim System weiter. Bis zum nächsten Mal.